Robin Ganter, dieses Jahr geht ja genauso weiter, wie das vergangene Jahr geendet hat. Da hast du bei der U23-DM schon zwei Medaillen geholt, da waren es zwei goldene. Jetzt Silber und Gold hier in Dortmund. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie zufrieden bist du mit dem ganzen Wochenende? Bis jetzt schon mega zufrieden. Jetzt kommt noch die Staffel, wo wir auch um den Titel mitlaufen wollen. Und dann vielleicht noch eine dritte Medaille. Welche Medaille ist für dich jetzt höher einzuordnen? Ich meine, 60 Meter ist auch eine EM-Distanz. Über 200 Meter wird keine Europameisterschaft gelaufen. Was ist für dich jetzt mehr wert? Es ist beides schon recht gleichwertig. Klar, 60 Meter, weil da viel mehr Leute da waren dieses Jahr. Die Top-Leute haben ja zum Teil die 200 gelassen, weil es halt nicht international war. Aber trotzdem mega happy mit beiden Zeiten. Und du hast uns gerade eben gezeigt, dass du Blutergüsse an den Beinen von gestern hast. Hier sieht man deine Handabdrücke. Wieso fügst du dir selber solche Gewalt vor den Läufen zu? Ja, nochmal ein bisschen Blutdruck kriegen überall. Es ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber in dem Moment merkt man es nicht. Für dich geht's gleich noch in die Staffel. Dann genieß jetzt den deutschen Meistertitel, solange es geht. Und dann nochmal viel Erfolg für die Staffel. Dankeschön. Danke.